Und da bin ich wieder nach einer kleinen Pause. Ihr habt die nächste Folge drin. Und ich muss ihm gerade mal beibringen, dass er nicht auf Spielzeuge scheißen soll. Auch eine sehr interessante Sache. Ich frage mich, was ich mit den Bogenschützen hier machen soll. Ich könnte sie eventuell, wenn meine Kreatur bis dahin nicht dort langläuft, mit dem Sirenenwunder holen. Aber naja, dafür müsste ich meine Kreatur erstmal davon überzeugen, dass sie nicht so weit weggehen sollte. Hey, was soll denn das jetzt? Löschen. 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 Ja, löschen. Los. Auf. Hopp. Was fackelt der denn hier die Bude ab? Geht doch gar nicht. Unglaublich. Unglaublich. Ja, was ist denn jetzt los? Löschen? Diesen Baum werde ich schließen. Ja, jetzt dann leg mal los hier. Den kannst du auch noch gerade löschen. Nee, ey, nicht dein Ernst, oder? Der fackelt hier die halbe Bude ab und dann... Wie soll ich das denn bitte? Mann. Alter, das geht ja mal gar nicht hier. Verbrennt ja einfach hier die ganzen Bäume. Was soll denn das? Unmöglich hier, der Kleine. Fackelt ja einfach einen halben Wald ab. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Und die brennen auch noch. Man sieht's nur nicht mehr. Komm, kriegst du es noch hin? Ach nee. Oh, das ist ja jetzt nur noch nimm. Oh, was haben wir denn hier? Wir kriegen Besuch. Deswegen kommt meine Kreatur mal da oben hin, weil der Besuch tut meinen Gebäuden lustigerweise gar nichts. Praktischerweise. Ja, dass alle Felder auf fruchtbarem Boden. 100%. Genau. Das war das, was ich erreichen wollte. Weg. Genau. Dann irgendwo hier in die Richtung müsste noch... Ah ja, genau. Die bauen direkt die Mauer, das ist natürlich auch gut. Allerdings hätte ich dann gerne die Schmelze direkt hier. Ah, hier sind die 100%. Sehr schön. Hat das auch gerade geklärt. Das muss doch irgendwo hier sein, der Eingang, oder? Ich? Nein? Hä? Da, genau, okay. Was haben wir denn noch? Einen Tempel haben wir noch. Nur die Frage ist, inwiefern kann ich den hier hochbauen? Gute Frage. Baue ich ihn doch einfach dahin. Die Griechen glauben immer noch an ihren Gott. Die Religion hat ihren Verstand getrübt. Nö, das ist eher weniger. Verstand getrübt. Hört ja, als hätten sie eine Macke. Ist aber nicht so. ja. Was machen wir jetzt noch? Außer bauen. Oh ja, klar, ein Gehege für die Kreatur, aber zuerst reißen wir ein paar Bäume aus und bauen einen Tempel. Den haben wir dringend. Obwohl, warte. Den haben wir ja viel. Das haben wir ja viel dringender nötig als den Tempel gerade mal im Moment. Weil, ja, weil wir das Erz brauchen, was da rauskommt, um den Tempel zu bauen. Ja, Holz.
Nee, da war einer dabei, der musste noch wachsen. War das der hier? Oder der? Oder der? So, warten wir doch mal, bis sie mit dem Tempel fährt. Oh, warte mal, Moment. Da müssen wir ja noch hier was. Ah, da waren 100, aber die waren irgendwie da innen drin versteckt. Ah, okay, so rum. Na gut, warten wir, bis wir den Tempel haben, um die Reichweite da hinten hin zu haben. Oder ein Gebäude. Also hier eins von den Häusern. Weil wenn ich das hier baue, dann verbrauche ich ja massenhaft Holz extra, weil ich das mit Gottes Werk erledige. Die Mauer hier hinten ist schon fertig. Haben die einen an der Klatsche oder was? Da hinten erst die Mauer fertig zu bauen. Naja, was soll's. Meine Kreatur. Blöderweise kann ich die wirklich nicht... Wir haben meine Stadt erobert! Oh, die erste Stadt. Sehr schön. Und ich habe noch nicht mal wirklich was gemacht. So, jetzt dauert mir das doch zu lange. Auch wenn... Okay, dann eben so. Ach ja. Na, vielleicht kann er es ja bauen. Mal sehen. Moment. Gießen kann er die natürlich nicht. Oder ich kann ihm den Befehl nicht geben. Es müsste eine Taste geben zum Befehl ändern. Oh, bau lieber erstmal das Haus. Gehst uns nicht so auf die Nüsche. Da haben wir ja noch was. Was wir erledigen könnten. Hallo. Wir brauchen etwas Besonderes für unser Ritual. Aber wir haben vergessen, was? Bring uns verschiedene Dinge. Wenn wir sehen, was wir brauchen, fällt es uns wieder ein. Ja, bring ihnen so viel du tragen kannst. Auf dieses Ritual bin ich echt gespannt. Darf ich jetzt? Danke. Das hatten wir ja schon geklärt, was das war. Und das war ein 21-jähriger Jüngling. Blöderweise haben wir gerade keine Jünglinge da. Jünglinge. Irgendwo Kinder unterwegs? Oder kommen die erst noch? Bei 21 ist von denen keiner mehr. Also nichts mit Kleinkindern. Wie sieht... Ach, noch gar keine Hütten gebaut. Daran könnte das liegen. Können wir schon an Wasser? Nein, können wir nicht. Wir bräuchten ja bekehrte Brüter. Vor allem brauchen wir mehr Kinder. Dann brauche ich eins, was 21 wird. Oh ja, vor allem brauchen wir Veredler. Ey, hör auf. Wollte ich doch gar nicht. So, schmeißen wir sie in den Veredler. Schmelzofen. der Erzschmelze. Hey, er hat was fertig gebaut. Schick. Zwei Kinder können wir jetzt schon haben. Allerdings... da kann ich noch nicht gucken, wie alt die sind. Blöde Sache.
Vielleicht ist da jemand der dabei, der 21 ist. Dann wäre das Ganze schon geregelt. Geburtenrate niedrig, keine Kinder unterwegs. Nee, ich wollte eigentlich die Puppe haben. Hey, das geht ja sogar. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Sehr schön. 21 ist aber auch keiner, gell? Ja. Stimmt, doch wohl noch ein bisschen warten. Ja, ich hasse dich. Ja, das tue ich. El Amarna ist an die Verbannten gefallen. Dieser Verlust bedeutet nur, dass ich fortan auf die Feigen der Stadt verzichten muss. Wir haben eine Stadt erobert. Dicker Junge, der sich mit Feigen vollstopft. Wären wir dann langsam mal so weit? Ich würde gerne nämlich weitermachen. So ein bisschen zumindest. Warum auch immer der Ball da hinten so viel verrückt rumhüpft. Der hüpft da ja schon die ganze Zeit irgendwie. Wasserwunder könnte ich auch mal gebrauchen, aber das kommt wahrscheinlich auch nicht mehr zustande. Da kann was weglos kriege ich den nicht mehr gegriffen. Okay. Da haben wir doch einen Weg. Sehr schön. 1A-Wurf. Sehr schön. Okay. Nehmen wir doch mal den Erzklotz hierher. Und... Bekehrter daraus einen Minenarbeiter. Eine Kinderkrippe ist ein guter Vorschlag. Allerdings müssen dafür erstmal die ganzen Steine weg. Das wird knapp. Und der kommt zurück. So funktioniert das. Man braucht eine Startrampe für die. Oder man legt sie einfach nur auf die hohe Kante. Und dann kullern die ganze Zeit gegeneinander, bis einer kaputt geht. Hoffe ich doch mal. Was ist das? Ich glaube, den hier muss ich mal verstecken. Ist das ein gutes Versteck? Ja, das ist ein gutes Versteck. Kommt das nächste Mal. Ah, nee, Moment, da war was. Der kommt ja wieder. Krieg ich den irgendwo auf den Berg gesetzt? Ja, das hat funktioniert. Der Ball ist neutral, das funktioniert schon. Vielleicht versenkt er ihn auch gleich. Kann ja alles passieren. Bekehrter Gläubiger. So, bekehrter Gläubiger. Mehr wegen den ganzen Wundern, die ich brauche. Eventuell, je nachdem. So, eine Kinderkrippe. Die wollte ich hinstellen. Hierher. Kinder? Ja. Die Kinder. Um die kümmern wir uns auch. Ja, du oller Pädophiler. Kannst du irgendwann machen, wenn ich mal nicht mehr da bin, ja? Wir haben meine Stadt erobert. Aha. Vorher wird das wohl nichts. Ihr wollt euch also nach Norden ausbreiten. Wir wollen gar nichts. Kommt nur. Haben wir eigentlich mittlerweile kleine Kinder oder nicht? Kann, was ich in eurer Heimat begonnen habe. Die Verbannten verbergen sich nicht in den Schatten. Genau. Wenn sie weiter vorrücken, da hat ja ein Kind mit. Wie cool. Ach, werd du nur wütend. Kleiner Pädophiler, kannst ja eh nichts machen. Was ein schön großer Felsen.
Ja, Kneipe bauen.